Mark und hallo Jungs. Was ist Mark? Just bounce. Moin Leute und herzlich willkommen zu LA Boss. Also ich bin's Pete und das ist Enno. Schön fresh siehst du aus heute. Ja, ich sehe heute nicht gut aus, ich bin auch krank, das solltet ihr bestimmt auch hören. Ich habe ein bisschen Schnupfen, falls ich mal da sitze und so mache, weil dann kitzelt meine Nase, Peter hat auch schon gesagt, er kennt das. Dann hängt die ganze Zeit schon ein Nieser verquer. Genau. Übelst extrem. Aber was haben wir jetzt vor? Wir haben was Neues, ist vielleicht mal was ganz Cooles. Ja, ihr werdet schon merken, dass jetzt gar kein Gameplay irgendwie im Hintergrund läuft. Das wird jetzt einfach nur unser Gequatsche und unser Gesicht. Und wir haben uns vorgenommen, ein neues Projekt. Was wäre wenn? Und ich würde sagen, du sagst jetzt erstmal kurz ein paar Worte oder soll ich ja. Also was wäre wenn, habe ich mir so ausgedacht, beim Duschen, ne? Und auf dem Klo oder in der Dusche kommt man eher an die besten Ideen. Irgendwie aber. Ist es komisch gewesen. Und auf jeden Fall ist es so, dass wir einfach nur was vorgeben, wie zum Beispiel jetzt, ich sag's nochmal so, wir haben jetzt uns ausgewählt für das erste Thema, was wäre wenn wir alleine einen Flugzeugabsturz überleben und auf eine einsame Insel kommen, also wir beide. Wir dürfen, was ihr nicht vergessen dürft, wir dürfen immer eine Sache mitnehmen, jeder. Ja. Was man unbedingt braucht und müssen dann überleben oder so sagen, wie man dann wieder jetzt in dem Fall irgendwie gerettet werden. Ja, wie wir uns das vorstellen. Da kann man wahrscheinlich irgendwelche Hilfen aus Spielen oder Filmen nehmen. Müsst ihr ja dann jeden selber überlassen. Oder würde ich sagen, wir sitzen im Flugzeug und stürzen ab. Was passiert, Pete? Was, erstmal, was ist das Einzige, was du aus dem Flugzeug retten kannst? Naja, das Ding ist, ein Flugzeugabsturz, du weißt ja erstmal nicht, dass es passiert. Sozusagen, du kannst dich vorher nicht darauf vorbereiten. Aber du kannst, während du abstürzt, versuchen, erstmal natürlich in Deckung zu gehen. Und ich glaube nicht, dass du da an irgendwas denkst, dass du dir sicherst. Okay. Ich glaube, naja, du wirst wahrscheinlich Handy und so einen Spaß bei dir haben, was du halt in den Taschen hast. Und dann eigentlich bloß das, was an Gepäck dann vielleicht irgendwann mal angespült wird, kannst du benutzen. Was wäre, wenn jetzt, ich gehe jetzt von denen mal aus, dass wir sagen, der Flugzeugabsturz ist nicht weit von unserer Insel entfernt. Und das ganze Zeug, das Gepäck liegt noch im Flugzeug drin, aber ist jetzt auch nicht so tief, dass man es schaffen könnte, runterzutauchen, wenn man sich was rausnehmen könnte. Dass man dann erstmal vielleicht normal auf die Insel kommt, sag mal, und dann dort vielleicht später hingeht. Erstmal auf die Insel, ein bisschen gucken, was eventuell halt rangespült wird. Oder halt generell erstmal ein kleines Lager, aber direkt halt am Wasser würde ich halt erstmal aber bauen. Gehen wir von den Sachen aus, was du an Körper hast vielleicht. Da ist nicht viel, da würde ich sagen, ich habe einen Schlüssel. Ja, bei mir ist ein Handy, ich hab hier Sony Xperia Z3, es ist wasserdicht, Alter. Da ist das wenigstens erstmal nicht kaputt. Ich hab nur ein Acer und das ist bestimmt nicht wasserdicht. Ja, aber obwohl, in der Beschreibung steht Salzwasser nicht. Okay, aber müssen wir dann vielleicht erzählen. Hast du Glück. Auf jeden Fall ist Handy, vielleicht um jemanden anzurufen, vielleicht um letzten Telefonat zu tätigen. Vielleicht mit dem Akku in ein Feuer zu machen. Oder so, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Da hat jemand bei Quills geguckt. Ja, das muss man natürlich ein bisschen schauen, ne? Aber dann, ich weiß nicht, die ersten Züge, wie würdest du reagieren? Was würdest du als erstes machen? Was würdest du am wichtigsten finden? Ich glaube, ich würde erstmal gucken, dass ich irgendwo versuche, Wasser zu finden. Also Trinkwasser. Trinkwasser und nicht Meereswasser. Darf man nicht trinken, kann man sterben dran. Aber könntest du jetzt rein theoretisch ein Feuer machen und das Salzwasser abkochen? Könnte man, ja. Ob das geht, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Also nee, ich bin ja, mir nee, sicher, gut, dass es nicht abkochen da versiedet kannst. Das ja, du hast den Salz dann da drinnen. Aber ich habe ja kurz geguckt, da kann man abfangen. Nee, da gibt es irgendeine Methode, wenn du eine Folie hast. Ja, tust du drüber und wenn das auskocht, transpiriert das oben. Ja, genau. Und dann kannst du es, oder kondensiert, und genau. Dann kannst du an Seiten ablaufen lassen und dann hast du schönes Wasser. Ja, aber ob das so viel für uns wird? Ja. Wir müssen ja davon ausgehen, dass wir eine gewisse Menge, ein paar Tage sammeln, wir müssen jetzt in der Hinsicht vielleicht 5 Tage überleben. Bis wir gefunden werden, vielleicht, dass bis dann die Leute eintreffen und wissen, okay, da sind 2 Gehirnamputierte auf der Insel noch und haben es geschafft. Oder generell erstmal gucken, ob jemand von dem Flug überlebt hat, aber. Interessiert mich nicht. Ich will ja auch überleben. Also, wir haben aber auch ohne Kratze überlebt, oder? Haben wir jetzt noch Schrammen und so. Ja, ich würde sagen. Dir fehlt ein Bein, Alter. Mir fehlt ein Bein? Das ist so scheiße. Du bist geschwommen, hast dich mitbekommen, hast so ein kleines Stechen gemerkt. Hast dich so mitgekriegt, was es war. Ja, nachher hat dir ein Bein gesnackt. Ja. Dir fehlt der Pimmel. Ist scheißegal, Mann, da gibt's eh kein Loch außer deins. Nein, okay. Aber nee, so, wir haben ein paar Schrammen, okay? Ja, lass also wir sind jetzt nicht da heil angekommen, ohne dass uns nichts passiert ist. Und die erste, ich würde erstmal wahrscheinlich gucken, dass ich dort am Strand, wo ich angekommen bin, auf mich aufmerksam machen kann. Da gehe ich jetzt von Castaway aus, dass du irgendwo entweder ein Riesenfeuer versuchst oder
irgendwie Hellband nicht dran schreibst. Aber dann würde ich Kleiholz nehmen, ja, weil sonst kommt die Flut und spült das alles weg, ne? Das ist richtig. Und vielleicht so weit gucken, dass es die Flut nicht rankommt. Ja. Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal nach Wasser suchen. Ja. Da hätten wir ja Arbeitsteilung in einer gewissen Hinsicht. Weil Wasser ist wichtig, Essen ist jetzt nicht so. Kokosnuss, ja, du kannst halt relativ lange ohne Essen auskommen. Ich weiß nicht, wie lange, aber ohne Trinkwasser. Ich glaube, 32 Tage. Ohne Trinkwasser wird es dann halt schon ein bisschen dünner. Nach 3 Tagen, glaube ich, oder 5. Wenn das, ich glaube sogar noch eher. Ohne Wasser? Naja gut, dort vielleicht, weil es tropisch noch vielleicht ist. Und ja, dann würde ich vielleicht irgendwann mal eine Erkundungstour wagen. Mal sehen, auf wie weit Insel. Die Insel geht. Mhm. Vielleicht sind wir bescheuert und 50 Meter weit aus dem Hotel. Könnte sein und wir flehen. Gott, bitte, bewahre uns. Wir wollen doch nicht so sterben. Schön, Alter. Und dann noch immer. Schön 7 Jahre dort, Alter. Und ja, 3 Meter weiter ist irgendwo ein Strand. Bist du ein Bart, Alter. Ja gut, bei mir würde der bloß stellenweise so lang wachsen, Alter. Der wird dann so lang, dass es einfach das andere überwuchert. Wir können jetzt irgendeine Muschel crappen und dann rasieren, Alter. So einen Kamm reinmachen, Alter. Nee, aber ich würde auf jeden Fall erstmal dann machen. Dann würde ich sagen, erstmal eine Unterkunft irgendwo, dass man vielleicht ein bisschen höher liegt, man weiß ja nicht, was für Tiere dort sind. Ja, ist halt auch das, ob man vielleicht irgendwo eine Waffe braucht, um sich zu verteidigen. Nein, deswegen habe ich gesagt Schlüssel, dass ich mir vielleicht aus den Schlüssel mit Ritzen so lange, bis ich eigentlich nur noch so einen Bleistiftarm habe, Alter, und so lange sitze, um dann einen Stock rauszuritzen. Aber irgendwie brauchen wir ja was. Ja, irgendwie musst du das schon. Kannst ja auch irgendwo einen Stein benutzen, der scharf ist, wenn du den splitterst. Mhm. Oder vielleicht hast du irgendwo einen Kadaver, wo du Knochen benutzen kannst. Ist ja zwar eklig. Wäre dick, ja. Aber scheiße. Ja, und eine schöne fette Maden, Alter. Google, zeig mir, wie ich einen Fisch filetiere. Ja. Oh, stimmt. Nee, mach du mal. Ah, dann müssen wir uns dann erstmal noch eine Ladestation bauen für das Handy. Ja, ne, das ist mir egal, was die hier aus einer Zigarettenpackung und Kaugummis. Oh yeah, da bauen wir ein Solarsystem aus der Alufolie, die in der Zigarettenpackung drin ist. Nein, Schwachsinn, Alter. Aber auf jeden Fall müssen wir jetzt realistisch sein. Also wenn du jetzt sagen würdest, du hast jetzt deine Verpflegung, dein Wasser. Aber sag mal, du wüsstest nicht, wann jemand zur Rettung kommt. Ja. Wie lange würdest du es schaffen jetzt? Wir müssen jetzt zu zweit. Wie lange? Ist der vielleicht noch ein bisschen besser wie alleine? Ich denke mal, wenn du jetzt so die Regelmäßigkeit drin hast, dass du wirklich Essen, Trinken, Unterkunft hast, ich glaube schon, dass du da recht lange dort auskommst. Mhm. Aber irgendwann ist wahrscheinlich, ich sag mal, wenn wir zu zweit sind, ist wahrscheinlich mit der Einsamkeit jetzt auch nicht so extrem. Aber irgendwann musst du dann bestimmt immer den Schritt wagen. Entweder dich findet jemand in 100.000 Jahren, oder du versuchst aufs Meer zu gehen, weil entweder dort auf der Insel sterben oder im Meer. Würdest du es wirklich so machen? Würdest du es versuchen? Ich weiß nicht, da wäre mir mein Leben so kostbar, wie wenn ich dann sage, ich habe jetzt einmal auf der Insel alles, mein Wasser, mein Trinken. Scheiße, mir fehlt das Internet, mir fehlt Kontakt zu anderen Leuten, mir fehlt eine Muschi. Das wäre das Schlimmste, Alter. Da wissen wir uns wie bei Robinson Junior so einen Baum kriegen, Alter. Ich glaube, das Schlimmste wäre für uns jetzt, wenn die Freundin so fehlt, oder? Oder? Ja, aber ich weiß halt nicht, ob das oder wahrscheinlich, Familie. Ob das jetzt bloß in unserer, ich sag mal schon, hast du irgendwo den Drang wieder zurückzukommen und zu deiner Familie, zu deiner Freunde, zu deinem Vibe. Oh. Ist halt bloß irgendwie die Frage, irgendwann musst du dir wahrscheinlich denken, okay, entweder jetzt oder nie. Ich glaube mal, der Schritt, da einfach sich einen Floß zu bauen und dann da aufs offene Meer rauszusegeln, ich glaube schon, dass der extrem heftig ist, ey. Ich weiß. Ja, weil du musst ja auch noch ansparen. Ja. Um Zeug mitzunehmen. Du musst Ressourcen. Und am Ende kommst du an genauso eine Insel ran, wie die du verlassen hast, wo nichts ist. Du weißt dann nicht, wo du bist. Du weißt nicht, in welche Richtung irgendwo was sein könnte. Ich meine, es gibt genug Filme oder so, wo du dann siehst, dass da was Gutes bei rauskommt. Cast Away. Hm. So, aber wenn du dann siehst hier, das ist dein erster Startversuch. Scheiße. Wo er sich schön seine Koralle ins Bein gerammt hat, Alter. Deprimierend bestimmt, wie ich sage. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde dort bleiben und ausharren. Und aufs. Ja, gut, ich würde es nicht abgeben. In der Hinsicht, du hast ja sowieso schon viel hinter dir gelassen. Sag mal, du bist dort wirklich 7 Jahre. In den 7 Jahren denkt deine Familie vielleicht noch dran, aber meinst du, dass deine Freundin noch dran denken würde in der Hinsicht? Oder schon jemand anderes? Ja, also, ich würde schon vielleicht denken, dass sie hofft, dass es irgendwo noch ist, aber ich denke mal, nach irgendeinem gewissen Zeit schließt einfach jeder ab und. Ja. Wirst du schon irgendwo ein Grab gehabt haben, wo du beerdigt wurdest, wo einfach irgendwelcher Shit in den Sarg reingegeben wird.
Ich weiß Und nicht. dann kommst du auf einmal in Deutschland mit so einem Bart oder wirst irgendwo gefunden und siehst aus wie so ein Unmensch, Wie bei dieser Möbelwerbung, Alter, wo der hier 3 Jahre im Regal so und so viel sich verlaufen hat. oh, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Wie auf jeden Fall so ein Ureinwohner, Urmensch hier. So ein Primatenaffenmensch. Ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Ist ja Neandertaler. Ja, genau. Siehst du, so jetzt bucklig und hier, Alter. Ja, jetzt sehe ich, was du noch kannst. Ja gut, Wer ist aber wir sind eigentlich zu zweit, also eigentlich könnte da die Kommunikation müsste eigentlich noch Aber da was sein. werden jetzt, wenn einer von uns verreckt? Durch Infektionen, weil wir ja keine Heilmittel oder sowas haben? Das stimmt. Aber in der anderen Hinsicht, wir sind eigentlich gerade, wir leben in so einem Zeitalter, wo ich mir vorstellen könnte, außer wenn jetzt irgendwo im Meer jetzt eine neue Insel entsteht durch Erdplattenverschiebung, Verkrustung, wie auch immer. Was bestimmt Millionen Jahre eingestaut. Dann müsste eigentlich fast jede Insel irgendwo erkundbar sein. Und wenn du weißt oder gemerkt hast, jetzt dort ist ein Flugzeug abgestürzt, du weißt, dort liegt das per GPS gefunden mit der Blackbox oder wie. Und dann gehst du da mal schön rum. Außer du bist besoffen gewesen, Alter, und bist da hier 500 Millionen, 1000 Kilometer geschwommen. Und vor allem, ich wollte jetzt gerade sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht 50.000 Inseln hast, wo keine Sau wohnt, aber die Wahrscheinlichkeit wird wohl relativ groß sein, dass es dort keine Ja. Inseln gibt. Ich glaube schon, dass da viele Inseln gibt, wo kein Mensch drauf lebt oder so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass in unserer Zeit, wie wir jetzt gerade leben, dass das ja Denke eigentlich mal gar schon nicht nicht der Fall so. sein wird, dass man doch schon gefunden wird. Da tun die Ja. auch viel. Guck mal mit dem Flugzeugabsturz, was wir. Ja. Ich denke Ich mal, denke dass du mal dann schon schon. gefunden wirst. Aber gehen wir einfach davon aus, ich würde einfach sagen. Außer die Regierung wollte, dass das Flugzeug abstürzt. Und die Weil. Leute sowieso nie wieder zum Vorschein bringen, dann sind wir wirklich alle auf. Da Aber müssen ja. wir wirklich ein Floß bauen und loslegen, Alter. Ja, da kommst du wieder, ihr Wichser, ihr seid an uns vorbeigefahren. Wir haben extra Feuer gemacht und alles. Ich habe Feuer gemacht. Würden wir bestimmt hinkriegen. Klar, Alter, wir sind doch Ich nicht habe dumm. jede Folge von Bergkürz geguckt. Irgendwo ist da was hängen Aber wir geblieben, bräuchten dieses obwohl ich nicht wusste, wie es geht. übelste Bergmesser, was der immer mit hat, Ja, aber. ne, das Bergholzmesser von Keebler oder sowas. Keine Ahnung, wie es heißt. Ja, Kebler aber oder so. ich weiß nicht, ich denke mal. Meinst du, dass du schon was bauen könntest, auch so mit Unterkunft? Ich denke schon. Ich denke auch, dass wir das hinkriegen würden. Also Das. ich würde auf jeden Fall nicht verzweifeln. Und ich wüsste, dass ich jemanden hätte an meiner Seite, der vielleicht ab und zu anstrengend ist, so wie ich bestimmt anstrengend bin. Aber dass man auf jeden Da gibt's Fall. eine Schelle und die Insel ist groß genug. Ja, das ist meine Revier jetzt, hier wie bei Schöne Linie Madagaskar so eine gezogen, Linie. Alter. Und das ist deine. Okay. Aber du hast ja da drüber. Bau dir dein Zeug selber. Ja, mit Kühlschrank sowas und schon hier Cocktails an Saufen. Aber Nee, aber. ich weiß nicht. Das Einzige, wo ich wahrscheinlich ein Problem sehen würde, wäre erstmal anfangs irgendwo was zu essen, weil ich sag mal, Fleisch würde ich dann schon essen, weil wissen wahrscheinlich nicht viele oder eigentlich gar keiner von euch, dass ich jetzt Vegetarier bin. Ja, aber ich glaube, wenn du dann das Fleisch essen, ich glaube, das machst du dann einfach. Ich glaube nicht, dass du da anfängst, irgendwo Beeren oder Bananen zu suchen, Alter, und nur davon versuchst zu überleben. Ich glaube, ich würde so viel tauchen jeden Tag, wie es geht, um dort eine Schachtel Kippen rauszukriegen aus dem ganzen Gepäck. Ey, ohne Spaß, Alter, ich würde es machen. Haben da vorhin schon gesagt, Rinde zerhacken, Alter, und Ein Rinderohren. Zeug, was du dir mitnehmen kannst. Warum nehme ich mir einen Schlüssel mit, Alter? Steht eine Stange Eine Kippen. Stange kippen hier Und der hat Straße gefeuert. in Fisch, in Fischhaltefolie, in Frischhaltefolie, dass es nicht nass Ja. wird. Denkst, dass ich, das ist, du denkst, das ist eine Stange, Alter, dabei lass du da eine Kilo Koks. Irgendwo dazwischen drinne. Und dann Naja, mal so. die Kilo Koks, oder? Ja. Nein, jetzt hören wir mal auf. Wir sind jetzt bei 15 Minuten, aber wir wollten euch, Ja. das ist so, wo wir ein bisschen erklären würden oder Ja. tun, mit dir ein bisschen lustig sein. Ein bisschen Durchfall quatschen und eigentlich dient es dazu, dass man ein bisschen die Community mit anregen, dass sie ein Genau. bisschen mitmischt. Ich Und weiß nicht, vielleicht können wir ja auch irgendwann mal so machen, dass wir jetzt hier im Skype oder wie auch immer mal jemanden mit dazu nehmen, dass wir den sein Gesicht vielleicht dann, also wenn wir mit Facecam von dem anderen, können wir mit Skype, ansonsten mit TS und dann kann man vielleicht nochmal mit einem Gast immer darüber quatschen, aber. Genau. Normalerweise würde auch Martin hier mit da sein, aber wir wollten die Pilotfolge jetzt machen. Bisschen Schluss Nicht macht. da. Ach so, nee, der ist nicht da.
wollten eine Pilotfolge und wir wollten wissen, wie ihr das findet, ob ihr das System geil findet. So 15 Minuten jetzt gesprochen, ist auch ganz gut. Ja. Wir haben das Thema ein bisschen abgehakt, ein bisschen lustig gemacht, so wie wir es machen wollten. Und ihr könnt in die Kommentare dann was reinschreiben? Fürs nächste Mal, was wir vielleicht als Thema haben. Also was wäre, wenn? Wir können jetzt mal so irgendwie Beispiele sagen. Nehmen wir einfach drei Beispiele. Ja, wie zum Beispiel jetzt, was wäre, wenn Zombie-Apokalypse oder ich habe vor uns gesagt, so aus Spaß, wenn kein Strom mehr geben würde, beziehungsweise Internet oder so. Oder zum Beispiel, wenn wir mit einer Zeitmaschine ins Altertum zurückreisen, ja, und irgend sowas. Dann vielleicht so dritt das nächste Mal, wenn wir es hinkriegen oder... Ja. Ihr schreibt halt in die Kommentare, wenn ihr es geil findet, gebt auf jeden Fall einen Daumen mal nach oben. Das würde uns wirklich mal interessieren. Und schreibt unten in die Kommentare wirklich eure... Denkt euch irgendeinen Mist aus. Oder zum Beispiel hat Pete vor uns gesagt, wenn wir in irgendeinem Videospiel sind, schreibt das Videospiel hin, was wir machen würden oder sowas. Das sind alles so Themen. Ihr seid da frei überlassen. Ihr dürft reinschreiben, was ihr wollt. Und wenn ihr irgendein Thema geil findet von den anderen, der das schon geschrieben hat, dann... Könnt ihr ja auch den seinen Kommentar mit Daumen nach oben versehen. Dann könnt ihr den Kommentar pushen und dann sehen wir den noch gleich ganz oben. Also und dann können wir das als nächstes machen. Natürlich, wenn ihr jetzt 20 Leute denkt, ihr seid alle gleich cool und gebt den anderen keinen Daumen nach oben, weil ihr es auch cool findet, dann müssen wir das halt so abhandeln, wie wir es nehmen. Also worüber wir am besten quatschen können. Ja, was uns auch am besten gefällt. Und man kann noch dazu sagen, das ist halt immer so eine Kurzschussreaktion. Also sozusagen, wir können uns auf die Situation nie vorbereiten. Sondern die ist, wie zum Beispiel ein Flugzeugunfall, kannst ja auch nicht vorhersehen, oder du wachst den nächsten Tag auf und auf einmal steht ein Zombie vor deiner Haustür und will dir ein Paket geben. Das Paket aber da hat und klappt die ganze Zeit. Was ist das? Alter, ist das eine Alte auf Meth oder was? Solche Unterschriften. Danke. Geh mal weg jetzt hier, Alter. Stinkst hier, du stinkst. Sowas halt. Aber denkt euch da was Positives und Geiles aus. Wir versuchen das Beste draus zu machen und natürlich müssen wir daran auch denken, dass wir nicht, oh, ich wohne zu Hause, heute ist eine Zombie-Apokalypse, aber ich nehme als erstes eine Knarre mit. Hab ich nicht. Also so werden wir darauf auch reagieren. Da müssen wir dann gucken, ja, Küchenmesser, eine Schaufel oder irgendwas. Genau. Und da würde ich sagen, das war's für heute. War ganz cool, denke ich mal. War irgendwie lustig. Ja, ist irgendwie cool abzuhandeln und sowas. Dann zu dritt das nächste Mal, da werden die Folgen vielleicht auch 20 Minuten. Ihr braucht ja nicht mal zuzugucken. Macht es euch einfach an, laut und staubsaugt oder sowas. Naja, staubsaugt nicht, aber ist ein bisschen lauter, schreibt Hausaufgaben oder sowas. Guckt das an! Oder so, guckt halt an, aber hört es euch auf jeden Fall an. Jo. Und ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen und schön in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns bitte beim nächsten Tschüssi. Mal. Wink mal wie ein Dulli. Ciao.